Also es sind, wenn man es grundsätzlich betrachtet, vor allem die Jobs, die Aufgaben, die hochstandardisiert und formalisiert sind. Ich nenne mal zwei Begriffe. In Büros und Verwaltungen die Sachbearbeitungstätigkeiten und in der Industrie die typischen Facharbeitstätigkeiten, die heute in der Bedienung von Maschinen und Anlagen liegen. Wenn wir jetzt in Verwaltungsbereich eines Unternehmens oder auch von einer Dienstleistungsunternehmen, Bankenversicherung reingehen, dann sind es typische Berufe, die zum Beispiel im Bereich der Buchhaltung angesiedelt sind. Es sind auch Berufe, die in der Sachbearbeitung, nehmen wir mal eine Personalabteilung, angesiedelt sind. Das ist in der Fabrik ein Maschinenbediener, der bisher einer Maschine mit Knopfdruck gesagt hat, jetzt tu was. Und diese Tätigkeiten, die werden zukünftig eben durch Algorithmen, durch intelligente Systeme, durch autonome Systeme, durch Software, die selber Entscheidungen trifft, ersetzt werden können. Jedenfalls ist genau das die Erwartung, dass vieles, was bisher, ich sag mal, eher repetitive und einfache Tätigkeiten sind, durch Maschinen, Roboter beispielsweise, durch weiter automatisierte Systeme oder durch intelligente Softwaresysteme, die auf unseren Computern in den Büros laufen, übernommen werden. Also es ist sicher so, wenn wir jetzt einfach die zukünftige Arbeitsteilung angucken, was machen Maschinen, was machen Menschen, dann werden Menschen auch zukünftig alles das machen, was mit Kreativität, was mit Interaktion zwischen Menschen zu tun hat, was mit Kommunikation, Austausch zu tun hat, was mit der Entwicklung von Konzepten, von Lösungen, von Produkten, von Services zu tun haben. Also alles das, was wirklich kreative Denkleistung umfasst und natürlich auch was Interaktionsarbeit umfasst. Machen wir ein Beispiel. Denken wir an die Pflege von Menschen. Ist zwar zu erwarten, dass Roboter auch dort bestimmte Aufgaben übernehmen, aber die Hinwendung zu Menschen, den Austausch mit Menschen, das werden so schnell Maschinen und Roboter nicht übernehmen. Das heißt, alles das, was wirklich Kreativität, Empathie, soziale Intelligenz bedeutet, Kommunikationsfähigkeit, die Entwicklung neuer Ideen und Konzepte, das wird auch in der Zukunft der Hauptbeschäftigungsgegenstand von Menschen sein. Das werden Maschinen nicht oder jedenfalls nur zu ganz kleinen Anteilen übernehmen können. Also die Treiber, wir sagen ja da ganz pauschal Digitalisierung dazu, aber da gibt es natürlich konkrete Elemente in dieser Digitalisierung. Das eine ist natürlich die komplette Vernetzung mit dem Internet. Das heißt, die technischen Möglichkeiten, Gegenstände, Maschinen, Anlagen, Produkte mit dem Internet zu verbinden. Die bekommen eine IP-Adresse, ein Funkmodul beispielsweise dazu und können sich dann im Internet und über das Internet miteinander austauschen. Also Konnektivität, Vernetzung. Dann kommen viele Sensoren dazu. Das heißt, Maschinen werden sensorisch. Sie bekommen Augen, Ohren, nämlich Kameras, Bewegungssensoren, Beschleunigungssensoren, Positionssensoren und so weiter und können ihren Zustand sowohl identifizieren als auch kommunizieren an andere Maschinen, an Menschen, in Computern abspeichern und so weiter. Vernetzung, Sensorik und das Dritte, das ist, diese Dinge generieren Daten. So ein Sensor generiert Daten, die Maschine generiert Daten. Und in diesem Internet of Things, wie wir dann sagen, das Internet der Dinge, haben wir unendlich viele Daten. Und diese Daten nun zu analysieren, mit Data Analytics, mit entsprechenden Algorithmen, daraus automatisch Schlussfolgerungen zu ziehen und dann wieder Befehle an Maschinenanlagen zu geben, also an die Aktorik, das ist im Wesentlichen eigentlich der Content, aus dem diese Transformation entsteht und besteht. Viele sagen dazu, es wird alles kognitiv, nämlich Technik fängt an zu denken und aus bestimmten Systemzuständen Schlussfolgerungen zu ziehen und dann Aktionen selber einzuleiten. Das heißt,
Technik wird immer autonomer, weil sie anfängt, Anführungszeichen, zu denken, Schlussfolgerungen zu ziehen aus bestimmten Bedingungen.